Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie berechne ich globale Minima oder Maxima bei Funktionen in mehreren Veränderlichen? Und da gebe ich euch zunächst erstmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an und zeige euch dann anhand von zwei Beispielen, wie das Ganze konkret gemeint ist und funktionieren soll. Also erster Schritt, bestimme die kritischen Punkte und damit auch die lokalen Extrema. Das funktioniert ja immer mit Hilfe der Hesse-Matrix, um die Art herauszufinden. Und damit wissen wir halt schon mal, wo die in etwa sein könnten, zumindest die lokalen. Wenn wir jetzt aber feststellen, dass die Hesse-Matrix wirklich schon vor dem Einsetzen keine Variablen mehr beinhalten hat, dann können wir daraus wirklich globale Maxima oder Minima ablesen. Wir haben nämlich ein globales Maximum, wenn die Hesse-Matrix wirklich schon vor dem Einsetzen keine Variablen mehr beinhaltet und negativ definiert ist. Das ist ja wie beim Ableiten in einer Variablen. Da war es ja auch so, wenn die zweite Ableitung kleiner 0 ist an der Stelle, dann ist das Ganze ein Hochpunkt und wenn es größer 0 ist, ein Tiefpunkt. Genau diese Verschiebung, die man immer sich dabei vorstellt, hat man jetzt hier auch. Also Maximum, wenn es negativ definiert ist. Genau. Und wir haben ein globales Minimum, wenn die Hesse-Matrix schon vor dem Einsetzen keine Variablen mehr besaß und positiv definiert war. Das heißt, wenn wir wirklich diesen Fall haben, dann sind wir an dieser Stelle schon fertig. Andernfalls müssen wir noch Randpunkte des Definitionsbereichs betrachten. Dann müssen wir halt herausfinden, ist mein Maximum jetzt eins der lokalen Maxima oder am Rand. Also müssen wir einfach das Maximum über die Randpunkte und die lokalen Maxima bestimmen. Für das Minimum analog, da eben das Minimum über die Randpunkte und die lokalen Minima. Was könnte noch passieren? Man könnte Unstetigkeitsstellen haben. Also irgendwas, wo ein Term nicht definiert ist, sei es, weil man durch irgendeinen Ausdruck mit x drin teilt oder so. Dann haben wir da ja Definitionslücken. Und dann könnte es halt sein, dass wir gewisse Polstellen haben. Bei Polstellen nimmt ja der Funktionswert prinzipiell unendlich oder minus unendlich an. Und von daher müssten wir halt gucken, wenn wir eine Polstelle haben, ist die unendlich, dann übersteigt sie natürlich jedes lokale Maxima und auch ein Randpunkt. Und wenn es halt minus unendlich ist, unterschreitet es jegliches lokale Minima und auch jeden Randpunkt. Das sind also die Sachen, die konkret passieren können. Und das schauen wir uns jetzt anhand von zwei Beispielen einmal an. Das erste Beispiel, die Funktion f von x, y mit der Funktionsgleichung minus 5x² plus 2x plus 4xy minus y². Der erste Schritt hatten wir gesagt, wir wollen die kritischen Punkte bestimmen, um daraufhin die Extremstellen ableiten zu können. Das heißt, wir brauchen erstmal den Gradienten von f von x, y. Also zunächst die partielle Ableitung nach x. Das sind hier minus 10x plus 2 plus 4y. Dann leiten wir das Ganze nochmal nach y ab und da bleibt 4x minus 2y übrig. Wir haben Extremstellen dort, wo wir eben eine Nullstelle im Gradienten haben. Das heißt, wir haben letztendlich ein Gleichungssystem. Minus 10x plus 2 plus 4y ist gleich 0 und 4x minus 2y ist gleich 0. Das wollen wir jetzt auflösen. Hier unten sehen wir schon dran, dass y gleich 2x ist. Und dieses können wir halt wiederum hier einsetzen und erhalten dann minus 10x plus 2 plus 8x ist gleich 0, also x ist gleich 1 und dementsprechend wissen wir insgesamt, dass y gleich 2 ist.
Wir müssen also als einzigen extremen Punkt den Punkt mit den Koordinaten 1, 2 betrachten, beziehungsweise erstmal als kritischen Punkt und dann mithilfe der Hesse-Matrix jetzt schauen, wie es da aussieht, ob das eine Extremstelle ist oder nicht. Genau, die Hesse-Matrix, x, y. Wir leiten zunächst die partielle Ableitung nach x, nochmal nach x ab. Da bleibt einfach nur minus 10 über. Jetzt können wir entweder das nach y ableiten oder die partielle Ableitung nach y nach x ableiten. Da kommt im Allgemeinen das Gleiche raus, weil die Reihenfolge bei einem Polynom insbesondere egal ist. Und jetzt müssen wir nur noch die partielle Ableitung nach y nochmal nach y ableiten. Und dann haben wir hier für die Hesse-Matrix minus 10, 4, 4, minus 2. So, wir sehen also jetzt hier, dass wir wirklich den Fall haben, wie ganz oben beschrieben, in zweitens. Also hier, dass die Variable, die Hesse-Matrix schon vor dem Einsetzen der Stellen nicht mehr von Variablen abhängt. Das heißt, wir können jetzt halt anhand der Definitheit prüfen, ob wir hier eventuell schon ein globales Maximum oder Minimum haben. Schauen wir uns das Ganze an mit Hilfe des Kriteriums von Sylvester. Das besagt, dass die Hesse-Matrix positiv definit ist, wenn wirklich alle Hauptminoren, also das sind diese Unterdeterminanten, einmal dafür und einmal für die ganze Matrix, wenn die alle positiv sind. Oder negativ definit, wenn der erste Hauptminor negativ ist und danach wie abwechselnd positiv, negativ und so weiter haben, je nachdem wie viele Veränderliche wir haben. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Hauptminoren an. Der erste Hauptminor ist einfach nur der Eintrag minus 10. Der ist insbesondere kleiner 0. Das heißt, wir hoffen, dass wir in diesem Fall sind. Jetzt schauen wir uns den zweiten Hauptminor an. Das ist die Determinante von minus 10, 4, 4 und minus 2. Also minus 10 mal minus 2 minus 4 mal 4. Also 20 minus 16 sind gleich 4, insbesondere größer 0. Der zweite Hauptminor sollte positiv sein, das ist er. Dementsprechend wissen wir hier, dass Hf von x, y negativ definit ist. Und das sagt schon, dass wir hier wirklich an der Stelle P1, 2, weil wir eben nichts einsetzen mussten, weil wir keine Variablen mehr hatten, wirklich ein globales Maximum haben. Also Maximum eben, weil negativ definit. Genau, dann sind wir halt für so einen Aufgabentypus schon fertig. Was kann noch passieren? Wir könnten bei einem neuen Beispiel f von x, y natürlich gleich xy² minus x beispielsweise. Da wird jetzt die Hesse-Matrix noch Variablen enthalten. Schauen wir uns das also mal an. Der Gradient von f von x, y ist wieder einfach das Ganze nach x abgeleitet, bleibt 2y, ach Quatsch, bleibt y² minus 1 über natürlich. Und wenn wir das nach x ableiten, bleibt 2xy übrig. So. Jetzt haben wir also hier wieder, um die kritischen Punkte zu bestimmen, ein Gleichungssystem. Y² minus 1 gleich 0 und 2xy gleich 0. Aus der ersten Zeile können wir ablesen, y1 ist gleich minus 1 und y2 ist gleich 1. Wir haben also zwei Lösungen hierfür, die müssen wir jetzt einzeln in die zweite Gleichung einsetzen. Also einmal 2 mal x mal y1 ist gleich 0. Was nichts anderes ist als 2 mal x mal minus 1,
Gut, das führt letztendlich zu x1 ist gleich 0. Und 2 mal x mal y2 ist gleich 0, was nichts anderes ist als 2 mal x mal 1. Das führt zu x2 ist gleich 0. Das heißt, wir haben also Punkt P1 mit 0 und minus 1 und P2 mit 0 und 1. Das sind unsere möglichen Extremstellen. Schauen wir uns die Hesse-Matrix an. Dazu wäre es gut, wenn wir den Gradienten nochmal sehen würden. Genau. Wir leiten jetzt also zunächst das hier nach x ab. Bleibt 0 übrig. Jetzt leiten wir entweder das nach y ab oder das nach x. Bleibt 2y übrig. Und jetzt müssen wir das nochmal nach y ableiten, was 2x liefert. Genau, den Eintrag hatte ich gesagt, können wir uns ja genauso wieder schenken. Ist ja der gleiche. Und jetzt sehen wir, hier sind Variablen drin. Wir können also nicht in Schritt 2 gehen und den Rest einfach skippen. Schade, müssen wir also weitermachen. So, jetzt können wir AF von P1 einsetzen. Also P1 hatte die Koordinaten 0 und minus 1. Setzen wir also für x 0 ein, haben wir 0, 0. Und für y minus 1 führt uns zu dieser Hesse-Matrix. Und für den zweiten Punkt, der eben 0, 1 war, eben entsprechend 0, 2, 2, 0. So, jetzt müssen wir halt einzeln für beide die Definitheit wieder bestimmen. Das können wir zum Beispiel mit Hilfe des charakteristischen Polynoms machen. Also wenn wir mit hf von 0 und minus 1 anfangen wollen würden, würden wir das charakteristische Polynom ja als 0 minus x minus 2 minus 2 0 minus x davon die Determinante bestimmen, haben also letztendlich minus x Quadrat minus minus 2 Quadrat, also x Quadrat minus 4. Daraus schließen wir, dass x1 den Wert minus 2 hat und x2 den Wert 2. Wir haben also einen positiven und einen negativen Eigenwert, also haben wir eine indefinite Hesse-Matrix und damit einen Sattelpunkt. Sattelpunkt in HF von 0 und minus 1. Machen wir das gleiche für 0 und 1. Da wollten wir die Determinante von 0 minus x, 2, 2, 0 minus x bestimmen. Also minus x Quadrat minus 2 Quadrat oder minus 2 mal 2 können wir auch schreiben. Also x Quadrat minus 4. Und na gut, das haben wir eben auch schon mal gesehen. Haben also hierbei ebenfalls wieder einen Sattelpunkt und also auch Sattelpunkt in P und auch in P01. So, jetzt müssen wir uns noch die Randpunkte anschauen. Dazu wäre es natürlich sinnvoll gewesen, man hätte einen Definitionsbereich angegeben. Sagen wir, der Definitionsbereich ist für x von minus 2 kleiner gleich x kleiner 2 und für y minus 1 kleiner gleich y kleiner gleich 3. So, wir wollen uns jetzt die Randpunkte ansehen. Das heißt, wir schauen eigentlich wirklich nur als Tabelle uns das so an, dass wir einmal minus 2 und minus 1 einsetzen, dann minus 2 und 3. Also wirklich die Kombination aus allen Randpunkten, die wir sonst im Eindimensionalen hätten. Genau, dann setzen wir das Ganze ein für f von x, y.
was eben x mal y Quadrat minus x war. Haben also hier minus 2 mal 1 minus minus 2, was nichts anderes ist als 0. Hier haben wir minus 2 mal 3 Quadrat minus minus 2. Also letztendlich minus 18 plus 2, was minus 16 sind. Hier haben wir auch wieder 2 mal 1 minus 2 in diesem Fall, also einfach 0. Und 2 mal 9, was 18 sind, minus 2 und 16. So, das heißt, jetzt würden wir halt schauen, was sind hier die höchsten Werte und niedrigsten. Der höchste Wert ist hier 16, wird bei im Punkt 2, 3 angenommen. Und der niedrigste Wert ist minus 2, 3. Und dementsprechend wissen wir an dieser Stelle hier, dass das globale Maximum, was wir jetzt eigentlich noch mit den lokalen hätten vergleichen müssen, also hier der Randpunkt, hätten wir jetzt noch schauen müssen, wie sieht mein lokalen Maxima aus, gibt es da etwas, was höher ist, da wir aber keinen gefunden hatten und nur Sattelpunkte hatten, sind wir in diesem Fall halt wirklich fertig und wissen dann entsprechend, das globale Maximum liegt entsprechend am Rand bei 2, 3 oder liegt bei, also wirklich am Rand, weil wir x gleich 2 ja eigentlich nicht einsetzen dürfen und das globale Minimum entsprechend am Rand bei P2, gut, von 1 von beiden hatte ich Minus eingesetzt, ich glaube, ach ne, es war ja 3, Fail, genau, bei 2, 3, bei minus 2, 3. Genau. Einmal diese Zeile und einmal diese Zeile. Genau, und dann sind wir halt an dieser Stelle fertig. Genau, also im Wesentlichen ist es halt wirklich nur so, dass man diese drei Schritte betrachten muss, wobei man entweder Schritt 2 oder Schritt 3 betrachtet. Sollte man jetzt wirklich noch Unstetigkeitsstellen haben, so muss man halt da auch nochmal auf Polstellen prüfen und letztendlich am Ende alles, was man irgendwie hat, was in die Notation mit rein, was in die Entscheidung mit reinfallen könnte, was halt einmal irgendwie ein globales Maximum oder Minimum ist oder ein Randpunkt oder eine Polstelle. Das muss man dann halt nochmal, was potenziell möglich ist, miteinander vergleichen, was dabei jeweils das Größte bzw. das Allerkleinste ist. Und dann ist man eigentlich auch schon fertig.